Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Backstage. Bei mir heute zu Gast die Magic Boogie Show. Hallo, schön, dass ihr da seid. Hi. Hallo. Ihr bietet ja ein ziemlich buntes Programm mit verschiedenen Besetzungen an. Und was macht eure Band denn überhaupt aus? Was würdet ihr da sagen? Ich denke mal, dass wir viel Freude an dem haben, was wir machen. Und ich mir fast sicher bin, dass man das auch noch sieht. Was für eine Art von Musik macht ihr? Welche Interpreten beeinflussen euch da? Also spezielle Interpreten würde ich jetzt nicht sagen, einfach die alte Musik. Dafür gibt es zu viele Interpreten, um die jetzt aufzuzählen. Einfach Musik aus den 40er, 50er Jahren. Und das ist eine Menge. Und die fasziniert euch besonders? Ja. Auf eurer Homepage, da kann man ja einige Fotos sehen, wo Prominente zu sehen sind. Wie kommen denn diese Kontakte zustande? Sind die dann Fans von euch oder? Also Magic Boogie Show war gegründet fast vor 17 Jahren. Und seit 17 Jahren, wir sind quer Deutschland gefahren, vom Süden bis Norden. Und dann natürlich beim Festivals, beim unterschiedlichen Konzerten. Du arbeitest mit unterschiedlichen tolle Künstlern, tolle Musikern. Und wir Künstler, wir sind da einfach eine Familie. Ne? Everything is gonna go my way. I won't need nobody. I'm gonna be a real someday. Then I won't want you. You will cry, you will cry. You will wonder why I don't look at you when I go rolling by. I'm gonna be a real someday, I'm gonna be somebody. I'm gonna be a real gun cop, then I won't burn you. Ja, du hast ja gerade gesagt, dass ihr an verschiedensten Orten schon wart. Gab es da irgendein besonderes Erlebnis, was euch im Gedächtnis geblieben ist? Unser Konzert, das ist Fest des Lebens. Egal, wo wir sind, egal. Beim großen Festivals oder beim Stadtfest oder heute macht nur Spaß und Freude, weil wir treffen oft mit unseren Fans, mit mittlerweile schon so eine große Familie geworden. Und bist du irgendwo weit weg vom Zuhause unterwegs, 200, 300, 400 Kilometer, dann, dann siehst du, hallo, hi Vito, wie geht's? Ja. Ihr sagt ja von euch selber, dass ihr mit der Musik so ganz nah an die Leute auch ran wollt. Und ihr habt ja dann auch Tänzer zum Beispiel dabei. Wie ist denn da so die Resonanz vom Publikum? Sind die da echt begeistert und tanzen die auch mit an oder wie läuft das ab? Ja, es kommt immer darauf an. Heutzutage wird ja eh nicht mehr so viel getanzt, auch nicht die alte Musik. Aber wenn Leute das können, machen sie das schon, ja. Das ist richtig. Na gut. Aber viele sind dann auch verhalten, wenn man nicht so viel Tanzerfahrung hat, dann viele stehen dann halt da und klatschen mit, aber die Leute, die tanzen können, sieht man öfter, die machen das so. Dann wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Konzert, bedanke mich für das Interview und dann werden wir gleich mal gucken, ob hier auch die Leute mittanzen. Danke. Das war's auch schon wieder mit Backstage und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Well, just Maggie the Pearly, just because my hair is curly, just because I always wear a smile. Like the dress up in the latest style because I'm glad I'm living. Take my trouble all with a smile. Just because my color's shady, maybe that's a difference, maybe it's why they call me Shane. Shane, swell bluesy, starring with your shoesy.